Und damit hallo und herzlich willkommen zum Nordmagazin. Ihnen allen einen recht schönen guten Abend. Der Bahnhof Anklam war nach der Wende vor allen Dingen eins, nämlich ein Ort, wo Jugendliche ihre Stadt verließen auf der Suche nach neuen Perspektiven. Heute können sie vielleicht genau dort ihre finden. Denn in das alte Bahnhofsgebäude ist das Projekt Demokratiebahnhof eingezogen. Ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, auch um sich über politische und gesellschaftliche Themen auszutauschen. Eine der Mitbegründerinnen ist Clara Fries. Die Greifswalderin wurde heute für ihr Engagement ausgezeichnet mit einem Bundesverdienstorden. Hier an unserem NDR-Teich scheint die Welt noch in Ordnung, also Vögel, Fische, Insekten, alles lebt. Und heute ist ja auch der Tag der biologischen Vielfalt und die gilt es zu bewahren. Gehen uns doch jährlich tausende Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich verloren. Was kann zum Beispiel auch die intensive Landwirtschaft da tun? Es gibt ein bundesweites Projekt und mit dabei ist auch ein Betrieb aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und von der Natur rein ins Studio, dort wartet René Steuder mit den Nachrichten auf Sie. Am Sonntag ist es soweit, dann wird in 4 Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und wir wollen die Zeit bis zur Wahl nutzen, um Ihnen die Landkreise mit all ihren Erfolgen, Chancen, aber auch Schwierigkeiten vorzustellen. Mit dabei ist Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Los geht's aber mit der Mecklenburgischen Seenplatte. Claudia Krüger hat sich dort umgeschaut. Gibt es eigentlich genügend Hering in der Ostsee? Wenn Sie die Fischer fragen, kommt da ein klares Ja. Es gibt ja jährlich die Fischfangquoten, aber wer berechnet die eigentlich und wie geht das? Dazu mehr bei uns auch im NDR-Fernsehen morgen. Träumig oder wachig, so muss es den jungen Musikern der Band Zoab gegangen sein. Ursprünglich aus Bützow bespielen die Jungs aus reinem Hobby so manche Bühne bei uns im Land. Und dann gab es eine Einladung zu einem Riesenfestival in China, also vor zehntausenden Leuten. Wow, jetzt ist die Band zurück und noch immer überwältigt. Tja, der barrierefreie Zugang im Programm, das ist morgen Thema überall im NDR. Und ganz klar gibt es Serviceinformationen auch auf NDR 1 Radio MV. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, was ist das? Witzig, spannend sind vor allen Dingen immer Ihre Antworten. Sabine Kühn hat diesmal in Binz nachgefragt. Tja, womit sich alles so Geld verdienen lässt, ist immer wieder erstaunlich. Jetzt sind wir natürlich an dem Zeitpunkt anbelangt, wie das Wetter wird. Das interessiert wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch Sie. Schauen wir doch mal auf die Aussichten in den kommenden Tagen. Uwe Ulbrich weiß mehr. Na, da schauen wir mal. Das war's auch schon wieder. Das war Ihr Nordmagazin am Dienstagabend. Morgen um 18 Uhr kommt die Sendung Nordmagazin Land und Leute mit Frank Bräuner zu den Landratswahlen am Sonntag. Und auch dazu natürlich etwas bei uns im Nordmagazin. Bis dahin also Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie noch das tolle Wetter. Tschüss und auf Wiedersehen.